Zocken heißt eine andere Rolle einnehmen. Eine andere Rolle, die ihr im echten Leben nicht ausfüllen könnt, dürft oder wollt. Nicht immer seid ihr euch dessen aktiv bewusst. Spielen ist ja immerhin auch Spaß. Wrong, 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 wrong. Wrong, 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 wrong. Naja, vielleicht jetzt nicht unbedingt falsch, aber ab und zu tun uns Protagonisten und Wendungen gut, die uns auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Vorhang auf für Jason Brody und Far Cry 3. Dass Video- und Computerspiele uns nicht dahingehend beeinflussen, dass wir dank Forza Motorsports plötzlich wie ein Weltmeister um die Kurven rasen, wir wegen FIFA auf einmal einen lupenreinen Fallrückzieher können oder wir wegen Battlefield urplötzlich alles abschießen wollen, das setze ich alles mal als gegeben voraus. Dennoch schadet es nie, sich immer wieder klar zu sein, was man in Spielen gerade so tut und vor allem warum. Der Kontext ist nämlich viel, viel wichtiger als etwa Gewalt an sich. Und wie ein Spiel Spaß machen und gleichzeitig diese Selbstreflexion perfekt inszenieren kann, das zeigt kaum ein Titel so gut wie eben Far Cry 3. You have part of my attention, you have the minimum amount. Der Open-World-Shooter fängt so harmlos an. Eben noch hat Protagonist Jason Brody mit seinen Freunden und Brüdern einen Urlaub in den Tropen gefeiert. Doch schnell wird klar, dass er, und damit auch ihr, auf die falschen Leute getroffen ist. Nämlich auf Vaas und seine Piraten auf der Insel Rook Island. Hier verliert Brody nicht nur einen Bruder, sondern muss sich auch den eingeborenen Stamm der Rakyat anschließen. Nur so kann er überleben, wenigstens den Rest seiner Freunde finden und vom Eiland fliehen. Das klingt so gar nicht nach Spaß? Das ist es auch streng genommen nicht. Die Reise ist von zahlreichen Morden, Ritualen, Drogen und mehr gespickt, also im Grunde ein Albtraum seinesgleichen. Aber für euch als Spieler ist das Abenteuer genau das, ein Abenteuer. Ein richtiges Vergnügen in einer großartigen Kulisse. Ihr müsst ja auch nicht um euer Leben bangen, ihr sitzt gemütlich vor dem Bildschirm. Ihr Schweine, ihr... Far Cry 3 ruft euch genau diese Schere zwischen Spaß und Ernst wieder ins Gedächtnis, und zwar mit Brody selbst. Eure Figur ist ein Schnösel, aber ihr könnt euch schnell in ihn hineinversetzen, weil seine Situation nachvollziehbar ist. Genau wie er werdet ihr mit der Gefangennahme und dem Tod enger Freunde absolut verzweifelt. Die meisten von euch dürften ebenfalls aus einer heilen Welt kommen, in der Mord und absolute Drogenexzesse nur in der Fiktion vorkommen. Empathie für den Mann ist also schnell hergestellt. Aber spätestens in der Mitte und vor allem gegen Ende des Titels macht Far Cry 3 etwas sehr Cleveres. Jason hat Spaß. Okay? Yeah, wunderbar! Damit führt es uns vor Augen, was ihr da eigentlich macht, nämlich morden, töten und Spaß dabei haben. Denn nicht nur Brody, auch ihr habt ja bis dahin die ganze Zeit gerne die Insel erkundet, gerne Tiere erlegt und gerne neue Fähigkeiten ausprobiert. Spielmechanisch soll und darf das ja auch Spaß machen, nur inhaltlich kann das nicht so wirklich mit euren Moralvorstellungen übereinstimmen. Far Cry 3 ist sich dessen bewusst und gleicht diese gute Zeit mit der Figur, die ihr steuert, an. Daraus resultieren gleich zwei gute und wichtige Verläufe. Zum einen eine kompromisslose und nachvollziehbare Handlung. Dass ein Jason Brody, den die ganze Gewalt in einen Killer verwandelt hat, hier Spaß hat, das macht Sinn. Dass er zudem bei einem Ende stirbt und beim anderen auf der Insel zurückbleibt, macht ebenfalls Sinn. Denn er hat sich einer Richtung hingegeben, von der es kein Zurück mehr gibt. Seine Angleichung ans wilde Terrain hat aus ihm einen Menschen gemacht, der in der zivilisierten Gesellschaft keinen Platz mehr hat. Kurz, Far Cry 3 ist hier inhaltlich schlüssig und zu Ende gedacht. Zum anderen spiegeln die Äußerungen des Mannes auch genau die Problematik von Spaß und Geschehen wider und machen sie euch deutlich. Dass man die ganzen Stunden tötet, mordet und Schlimmeres, das kann euch bei einem so auf Gameplay gebürsteten Titel schon einmal abhanden kommen. Jason ruft euch mit seiner Art aber ins Gedächtnis, wie absurd es ist, diese Emotion mit diesen Akten zu vereinen. Weil es aber eine eigene Figur ist und ihr keine Wahl habt, funktioniert die Kombination als pure Erinnerung, ohne euch ein allzu schlechtes Gewissen machen, perfekt. Damit verliert ihr nicht den Spaß, immerhin ist der Mann trotz Ego-Ansicht von euch weggerückt, und nehmt gleichzeitig mit, wie absurd und falsch das alles doch ist. Auch auf der Metaebene macht es das Spiel damit äußerst geschickt.
Far Cry 3 verbindet Spaß mit fragwürdiger Gewalt. Und das kann man im Spiel auch machen, wenn man es so clever mit einer Aussage verbindet. Nämlich, was für ein Mensch man wird, wenn man sich in der Realität an so einem Blutrausch ergötzt. Das schafft der Titel mit einem eigenständigen Protagonisten, der nah genug an euch dran ist, damit ihr Empathie empfindet und euch in ihn hineinversetzen könnt. Gleichzeitig stellt Brody durch seine Äußerung auch eine Distanz her, sodass ihr ins Grübeln kommt, ohne selbst zu sehr den schwarzen Peter mit euch herumzutragen. Und wenn man schon Spaß mit Geballer hat, dann schadet ein wenig Nachdenken nicht. Es geht ja auch nicht ums Schießen an sich, es geht ums Warum.